Das war lustig. Tut mir so leid, Sherry. Das dauert alles ewig. Ja, na, du ist es nun mal. Sein Daddy will sie anscheinend auch retten, ja. So. Ja, das ich. Das kann ich nehmen. So, und nun? Ach, da. Sherry? Claire? Alles okay? Was tust du da? Ich will dir helfen. Sherry bekam's implantiert. Ist nicht mehr zu retten. Du bist nicht mehr zu retten. Sie verarschen mich. Sie sind ihre Mutter. Also rein hier. Du verstehst das nicht. William ist da draußen und wenn ich ihn nicht stoppe, dieses Gespräch ist vorbei. Warte, ich kann etwas tun. In meinem Labor. Es ist nicht weit. Mami? Es ist nicht genug Zeit. Millionen Leben sind in Gefahr. Sherry? Mami liebt dich, Süße. Mhm. Leb wohl. Mhm. Ich hoffe, die verarscht mich. Sherry, keine Sorge. Ich hol dir alles, was nötig ist, okay? Wieso tust du das? Weil es richtig ist. Danke, Claire. Jetzt lege ich dich hier wieder hin. Nee, mal gucken. Ich bin ja auch blöd. Ich bin hier gleich reingelaufen. Ich wollte ja eigentlich. Ach, nee, hier ist es ja. Genau, hier wollte ich schauen, ob hier wieder was looten kann. Nee, komm ich nicht durch. Nee, alles gut. Annette sagte, ihr Labor ist nicht weit. Moment. Die Standseilbahn. Ja, die Standseilbahn, stimmt. Kann ich hier eigentlich schnell mal speichern? Wo waren jetzt nochmal die Standseilbahn? War die hier? Ja, ich glaube ja. Nee. Doch. Halt durch, Sherry. Du wirst schon wieder. Sind fast da, Sherry. Wir sind fast da. Oh gut, die Seilbahn. Ach, wir haben ja kein LED, oder? Oh. Ach, die. Hier, okay. Da wären wir. Halt einfach durch, Sherry, okay? Dir geht's bald wieder gut. Boah, die hat ja genauso so ein gelbes Auto. Okay, sollte alles überprüfen. Es gibt kein Zurück. Ihr gelbes Auge wie ihre Mutter. Mal gucken. Also, ich müsste denn da. Okay. Ich überprüfe ich mal erstmal alles. Im Prinzip war ich hier schon tausendmal. Also ab geht der Peter. Sherry, wir fahren jetzt die lustige Seilbahn. Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen.
Bist du okay? Deine Jacke ist so warm. Hab ich von meinem Bruder. Weißt du, sie soll mir Glück bringen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Soll das ein Witz sein? Du kamst doch super klar ohne mich, bis ich kam und dich in Schwierigkeiten brachte. Ich hab was von dir. Ich will das nicht. Wirklich? Wieso nicht? Ist so hübsch. Ist von meiner Mom. Zum Geburtstag letztes Jahr. Mein einziger Wunsch war, dass sie öfter daheim ist. Ich weiß, es scheint so, als wärst du deiner Mom egal, aber... Hey, Sherry, komm her. Hey, halte durch, okay? Nest wird in Kürze erreicht. Ist okay. Ich hab dich. Komm schon. Bin mal gespannt, wann wir auf Leon treffen. Ich bring dir ein Heilmittel. Halt einfach durch, Sherry. Ist okay. Ich will nicht sie als Endboss. Ich kann keinen... Ich brauche eine Dusche, ja. Ich kann kein Kind als Endboss haben. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ach du Scheiße. Ich leg sie... Lass mal hier hin. Okay. Hier ist gut. Okay. Was jetzt? Irgendwas muss doch hier sein. Antivirales Agens. Das ist es. Das muss es sein. Hey. Hey, Sherry. Ich muss gehen. Du bleibst genau hier, okay? Ich bin bald zurück. Versprochen. ID-Armband. Okay, ich leise mir kurz mal aus, ja. Was ist hier? Wichtig, Nest, weiter Alarm. Aufgrund eines Vorfalls im Nordbereich sind alle Nest-Mitarbeiter dazu angehalten, sich das antivirale Agens Devil zu verabreichen. Devil ist die einzige Möglichkeit, die G-Mutation zu verhindern. Sollten Sie mit dem G-Virus infiziert sein, suchen Sie umgehend medizinisches Personal auf, um die G-Zellen in Ihrem Körper zu isolieren und zu zerstören. Diese E-Mail wird bei einem Notfall automatisch erstellt. Bitte beantworten Sie nicht auf diese E-Mail. Hier hat aber einer gesoffen, du. Alkohol bei der Arbeit? Naja, Pizza ist normal, wenn man eine Pause macht hier, ne? Aber Alkohol, sag mal. Karte des Labors. Oh, ich und Karten, ey. Ich und Karten. Ich hoffe, sie mutiert nicht, ey. Das mutiere ich. Das wird nicht lustig werden. So, kann ich hier eigentlich... So. Ach hier, ja. Hier war da noch was. Schlafraumprotokoll. Verlassen. Was? Tobi Jackson Zugang. Verlassen. Die sind alle verlassen. Jeder hat jetzt verlassen. Zugang. Verlassen. Um irgendwann. Aha. Hier noch irgendwas? Oh, doch. ID-Armbänder. Diese Forschungseinrichtung verwendet die neueste Sicherheitstechnologie,
um die Sicherheit der Angestellten zu gewährleisten und effiziente Geschäftspraktiken zu ermöglichen. Um die Einrichtung zu betreten und zu verlassen, sowie zur Verwendung bestimmter Geräte, müssen die Angestellten ein ID-Armband tragen. Zugangsrechte werden in 3 Stufen vergeben. Besucher, zweitens Mitarbeiter, drittens Führungspersonal. Die Authentifikation geschieht mithilfe eines elektronischen Chips im Inneren des Armbands. Die Zugangsrechte können geändert werden, indem ganz einfach ein anderer Chip eingelegt wird. Besucherarmbänder können an Familienmitglieder von Angestellten verteilt werden. Weitere Informationen erhalten Sie am Empfang. Also wir haben, glaube ich, erstmal nur Besucher. Armband. Und. Das braucht man anscheinend noch. Ist blöd, dass ich hier nicht irgendwie in der Kiste schon ein bisschen was zusammenmixen kann. Okay. Zugang ab hier nur für autorisiertes Personal. Gäste haben keinen Zutritt. Ja, und nun? Irgendein anderen Chip. Oh, krieg den her. Hä? Wartet mal. Versuchen. Ein Armband, das als elektronischer Schlüssel dient. Derzeit befindet sich darin ein Chip mit Besucherrechten. Ja, und wie bekomme ich. Bekomme ich die anderen Rechte? Hier erstmal rein. Ach so, ja, dann kann ich hier auch rein. Kann mal einer das Licht anmachen. Ja, hier ist. Oh Scheiße! Bioforschung auf Ihren Nährstoffbedarf zugeschnitten. Genießen Sie unsere Auswahl gesunder Nahrungsmittel. Das ist doch jetzt hier ein. Nee. Ich dachte, ich kriege jetzt einen Chip. Das ist eine Granate hier. Ja. Hätte gern. So, klingelingeling, ich hätte gerne, was haben wir denn hier aufs Kärtchen? Hallo? Hä? Ich hätte gerne, Cafeteria, ich hätte gerne, Drinks? Mann, ich, so schnell kann ich mir nichts zu essen bestellen. Mein Gott. Ich will erstmal hier lesen. Und zwar hätte ich gern ein Burger. Und zwar den dritten, den ich nicht lesen kann. Ich kann gar nicht lesen. Ach, hier kann ich das erst nehmen. Lecker, Rührei und Eierkuchen und so. Lecker. Ach. Wo ist denn eigentlich? Ach, da. Brauche ich nicht.
Hat jemand Magenschmerzen? Ein Schibbi. Das sollte nützlich sein. Ja. Natürlich. Natürlich sollte das nützlich sein. Was ist das hier? Kann ich hier den Chip reinmachen? Nee. Irgendwas. Oh Gott. Kann ich was sehen. Nun mach auf hier. Was ist das? Kondensator, Elektroschockgewehr. Okay. Kann ich das hier reinmachen? Nö. Soll ich damit eigentlich Spezialzubehör für das Elektroschockgewehr? Ach so, speichert mehr Hochspannung und so. Wow, ich hab's jetzt aber ja dabei. Mist. Ja, dann kann ich ja das hier erstmal reinpflanzen, kombinieren. Jetzt habe ich einen Mitarbeiter. Hier war ich ja schon, ne? Ja. Oh, jetzt kann ich endlich hier durch. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Ja, schön. Wartet mal. Ich habe ja hier meine Kiste. Wo ist denn hier mein Gewehr hier? Was da? Uah! Hier. Dann werde ich jetzt erstmal miteinander kombinieren. So, dann ab durch die Mitte. Aufnahme der Spezialeinheiten. Alpha an Ghost. Zielperson bewegt sich zum Westbereich. Versucht wohl das G-Virus und das Antivirus zu holen. Hier Ghost, verstanden. Rendezvous an Punkt W3. Roger. Hier Alpha, Zielgebiet erreicht. Verstanden. Wartet auf Zielperson. Ihr Alpha, Sichtkontakt mit Zielperson. Er wird den Safe öffnen. Roger, erwarten Signal. G-Virus gesichtet, wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Also, ist das Antivirus im Westbereich? Ja. Scheint so. So, hier kommen wir nicht, weil da, ja, ich weiß. Da kommen wir denn, okay. Ich drehe trotzdem noch mal eine Runde. Wir kommen ja nicht rein. Oh. Also, wo gehen wir zuerst rein? Ost oder West? Achso, hier kommen wir auch noch nicht. Also hier hin. Geht ja nur hier. Lobby. Ach, hier ist ja schon wieder ein Speicherraum. Ich hab gerade gespeichert. Ich soll mal einfach halt rein müssen. Wow. Verstauen. Ich weiß nicht, ob ich das noch brauche. Keine
speichern trotzdem nochmal. Na los, zack. Oh. Achso, nee, Quatsch davon. Da kam ich ja her. Na, drück doch mal. Ja, nice. Kommen wir hier nie rinsen. Oh, wow. Ah. Was ist das denn hier? Oha. So, ja, zurück. Oh Gott. Das ist furchtbar. Ja, kann ich das Fenster eingerichtet? Jetzt. Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Oh. Ja, ich muss mir das Ding jetzt hier holen, oder was? Toll. Ach ja. Input Code. Keine Ahnung. Kommt noch. Hier noch irgendwas übersehen. Da ist er, Junge. Lösung wird zerstört. Verteilerkartusche. Was ist eine Verteilerkartusche? Eine Kartusche, mit der diverse Lösungen im Gewächshaus verteilt werden können. Momentan leer. Okay. Ach du dickes bisschen. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Gehe ich zuerst hin? Das ist immer so meine Frage der Wissenschaft. Lass ich erstmal noch hier. Oh, ein Laborchen. Unkrautvernichter-Synthese. Unkrautvernichter-Synthese für Gewächs 43. Eine leere Kartusche im Lösungsausgeber platzieren. Erforderliche Menge UMB Nummer 21 einfüllen, umgehend kühlen. Gewächs 43 zeigt beeindruckendes Wachstum. Sollte etwas Unerfreuliches geschehen, wäre es schwer zu kontrollieren. Im Fall eines unvorhergesehenen Vorfalls sollte nach den oben stehenden Anweisungen ein Unkrautvernichter hergestellt werden, um den Schaden möglichst gering zu halten. Was steht da? Pflanze 43 vernichten. Was? Wo eine Pflanze 43 ist?
Sieht irgendwie komisch aus, das Vieh. Ah!